während ihm die Pizza backt, der Pizzakuchen, werde ich doch mal wieder was vorlesen. In Licht, in Reichtum, in Reinheit. Ihr Licht, ihr Reichtum, ihre Reinheit. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Gott, der Herrscher der ganzen Welt, ist selbst ihr Tempel und das Lamm mit ihm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Die Herrlichkeit von Gott strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. In dem Licht, das von der Stadt ausgeht, werden die Völker leben. Die Könige der Erde werden ihren Reichtum in die Stadt tragen. Ihre Tore werden den ganzen Tag offen stehen. Mehr noch, sie werden nie geschlossen, nie, weil es dort keine Nacht gibt. Pracht und Reichtum der Völker werden in dieser Stadt gebracht, werden in diese Stadt gebracht, aber nichts Unreines. Nur Pracht und Reichtum wird Einlass finden, der den falschen Gott anbetet und sich nicht an die Wahrheit hält, kann die Stadt nicht betreten. Es wird bewacht von Cherubim-Engel. Nur wer im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben ist, wird in die Stadt eingelassen. Die Stadt als das wiederhergestellte Paradies. Der Engel zeigt mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Thron von Gott und des Lammes und fließt entlang der Hauptstraße mitten durch die Stadt. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume, die Bäume des Lebens aus dem Paradies Eden. Sie bringen 12-mal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Ihre Blätter dienen den Menschen aller Völker als Heilmittel. In der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch von Gott steht, das einst Adam und Eva vom Baum, vom verbotenen Baum gegessen haben. Das ist alles aufgelöst und existiert nicht mehr. Der Thron von Gott und des Lammes wird in der Stadt stehen. Alle, die dort sind, werden Gott als Priester dienen. Sie werden ihn sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder Lampen noch Sonnenlicht. Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden in alle Ewigkeit als Könige herrschen. All überall ewig. Amen. Der Engel sagt zu mir, diese Worte sind wahr und zuverlässig. Gott, der Herr, der den Propheten seinen Geist gibt, hat seinen Engel gesandt, um denen, die ihm dienen, zu zeigen, was sich in Kürze ereignen muss. Gebt Acht, ich komme bald, sagt Jesus Christus. Freuen darf sich der, die prophetischen Worte dieses Buches beherzigt. Gebt Acht, ich komme bald, sagt Jesus. Ich, Johannes, bin es, der das alles gehört und gesehen hat. Als es vorüber war, warf ich mich vor dem Engel, der mir diese Dinge gezeigt hatte, nieder, um ihn anzubeten. Er aber sagte, tu das nicht, ich bin ein Diener von Gott, wie du und deine Brüder, die Propheten, und wie alle, die sich nach dem Wort dieses Buches richten. Bete Gott an. Dann sagt Jesus zu mir, du darfst das Buch, in dem diese prophetischen Worte stehen,
nicht für später versiegeln, denn die Zeit ihrer Erfüllung ist nah. Wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Wer den Schmutz liebt, mag sich weiter beschmutzen. Wer aber Recht behandelt, soll auch weiterhin hin Recht handeln. Und wer heilig ist, soll weiter nach Heiligkeit streben. Gebt Acht, ich komme bald, sagt Jesus, und euren Lohn bringe ich mit. Jeder empfängt das, was seinen Taten entspricht. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Freuen dürfen sich alle, die ihre Kleider reinwaschen. Sie empfangen das Recht, die Frucht vom Baum des Lebens zu essen und durch die Tore in die Stadt hineinzugehen. Aber die Verworfenen, die Zauberer, die Ehebrecher und die Mörder müssen draußen vor der Stadt bleiben, und die Götzenanbeter, die den falschen Gott anbeten, und alle, die Lügen lieben und entsprechend handeln, dürfen niemals in die heilige Stadt, werden von Cherubim-Engel bewacht. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch den Propheten zu... Wir sind die Propheten, die das Wort Gottes sagen, das ist ein Prophet oder eine Prophetin, zuverlässig mitzuteilen, was auf die Gemeinde zukommt. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids. Ich bin der leuchtende Morgenstern. Der Geist und die Braut antworten: Komm, wer dies hört, soll sagen: Komm, wer durstig ist, soll kommen, und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Ich, Johannes, warne alle, die die prophetischen Worte aus diesem Buch hören. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott die Qualen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Wenn aber jemand von diesen Worten etwas wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil an der Frucht vom Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben ist. Der aber, der dies alles bezeugt, sagt ganz gewiss: Ich komme bald, Amen. Komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit allen. Amen. Dank sei Gott im Herrn. Amen.